Gonas? Ich hab so gedacht, ja, ich möchte mal wieder ein YouTube-Video machen, nachdem mein letztes bereits, was weiß ich, wie viele Wochen her ist. Allerdings, ich habe gedacht, ja, worüber könnte ich denn ein Tutorial machen? Ich habe mir jetzt auch mal, damit ich mal den Fiebern meiner Videos etwas gerechter werden kann, habe ich mir jetzt auch mal Magic's Video Deluxe 16 geholt. Denn das hat ja eine komplett andere Benutzeroberfläche und da haben ganz viele gesagt, hä, Andreas, will das nicht? Wo ist das? Ja, und deswegen habe ich jetzt das Tutorial, was ich gleich euch zeigen werde, das wird dann mit Magic's Video Deluxe 16 sein. Ja. Nun, ich wusste wie gesagt nicht, worüber könnte ich ein Tutorial machen und da bitte ich euch, falls ihr eine Idee habt, worüber ich noch ein Tutorial machen kann, sei es Cinema 4D oder Magic's Video Deluxe 16 oder sowas, sagt mir Bescheid. Power Magic's hat mich ein paar Mal voll gespammt. Hab gesagt, ja, mach darüber ein Tutorial, mach darüber ein Tutorial, kannst du nicht mal wieder ein Tutorial machen, mach doch endlich mal ein Tutorial, Nö. Ich habe gedacht, ja, okay, dann mache ich das jetzt mal wirklich. Und zwar, eine Idee ist mir dann doch gekommen, und zwar wurde ich in letzter Zeit ganz oft angeschrieben auf Bluebox-Effekte. Das bedeutet, ihr habt eine blaue Box, also eine blaue Wand zum Beispiel, und haltet irgendwas davor und dann wird alles Blaue praktisch gelöscht, wie das geht, zeige ich euch gleich, und man sieht nur noch die Hand. Und im Hintergrund könnt ihr dann irgendein anderes Bild einsetzen, was weiß ich hier, Sonne am Meer oder sowas. Das werde ich euch gleich zeigen, wie das geht, und zwar mit Magic's Video Deluxe 16. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch weiter sagen soll. Ich zeig's euch jetzt einfach mal. Wichtig ist, also am besten ist es so, wenn ihr vor der Bluebox seid, dass ihr die Kamera entweder gerade haltet oder sie auf dem Stativ steht, wie das gerade hier im Beispiel ist. Mein Problem ist, ich habe keine wirklich blaue Wand oder sowas. Ihr könnt auch, am besten ist es, wenn sie keine Falten hat oder sowas, damit da kein Schatten entsteht. Es sollte kein Schatten auf die Bluebox fallen. Sie sollte während der Aufnahme nicht berührt werden, also nicht verwackeln oder sowas. Und... Oh, der kann ja geil fliegen. Ne? Ihr könnt Bluebox bzw. Greenbox geht auch, also grüne Wand. Und mit Magic's Video Deluxe gehen auch andere Farben, aber das hat bei mir bisher noch nicht so pralle funktioniert. Das könnt ihr euch so bei eBay zum Beispiel bestellen, 3x3 Meter eine Wand. Reicht normalerweise aus. Ne? Und das hängt ihr dann halt an der Wand und stellt euch davor und macht euren Mist. Also ich zeig's euch jetzt einfach mal. Ich habe es auf eine gewisse andere Weise gemacht. Und zwar, ich habe, wie man da so schön sieht, guck mal hier, yay! Wie man sieht, habe ich mein blaues Sport-T-Shirt einfach aufgehangen. Und ich hoffe mal, das funktioniert. Also, fangen wir mal an. So, kommen wir also zum ersten Teil. Ich hoffe, dass das hier wirklich so als blau angezeigt wird. Ich kann hier mal etwas versuchen, das Licht darauf zu richten, denn je heller es ist, desto besser ist es sozusagen. Es sollte wirklich blau sein und manchmal, da meine Cam nicht so perfekt ist, nur eine kleine Digicam und die nicht unbedingt zum Video machen da ist, erkennt sie das nicht immer hundertprozentig. Also, einmal worauf ihr achten müsst, ist, dass am besten neben der Blue Box, ihr seht hier noch das Schwarze, hier noch was vom Stuhl, hier noch was am Aquarium und sowas, das sollte möglichst nicht sein. Und solche Falten sollten auch nicht drin sein, also sie sollten keinen Schatten werfen, denn sonst wird es schwarz und dunkel und dann sagt der, warum ist es denn da dunkel, ist kein Blau und ups. Naja, ich habe das jetzt aber mal absichtlich so gemacht, dass eben dieser Fehler besteht, damit ich euch gleich zeigen kann, wie man das noch weglassen kann. So. Und jetzt beginnen wir einfach mal. Also ich mache jetzt mal beim Video irgendein Mist rein, was weiß ich zum Beispiel. Oder You. Wer ist momentan auf dem dritten Platz? Ich bin ja mal gespannt, wie es weitergeht. Oder was ihr nicht machen solltet, ist das hier. You. Denn dieser Ball könnte ganz leicht, also diese Farbe könnte ganz leicht als blau angesehen werden.
Und dann sagt der PC, noch ein Blow? Mache ich auch weg. Ne? Also das sind so Sachen, auf die ihr achten müsst. Ja, also dann fangen wir mal an mit dem Bearbeiten, ne? Und dann noch einmal das Zweite, was man machen kann, ist Folgendes. Und zwar, das finde ich ganz lustig, das war das erste Mal, dass ich mit der Bluebox gearbeitet habe, da habe ich sowas gemacht, da hatte ich eine blaue Hose an, das sah auch sehr lustig aus. Hier muss man aufpassen, ich habe jetzt eine halbwegs blaue Jeans an, das heißt, wenn ich jetzt den Bluebox-Effekt anwende, dann kann es sein, dass die Hose verschwindet. Naja. Muss ich mal zusehen, dass meine schöne Frisur nicht kaputt geht, denn es ist Montagmorgen um 10.11 Uhr. Ich muss nicht zur Schule, ich muss gleich zur Arbeit. Allerdings erst um 5 vor 12 muss ich da sein. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal. Sonst habe ich meine Videos ja mal abends gemacht. Ja! Da. Mal gucken, wie sehe ich aus. Yeah. T-Shirt scheint mir langsam etwas zu klein zu werden. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass ich das Hemd runter habe. So, und wenn ich jetzt den Bluebox-Effekt anwende und als Hintergrundbild sowas nehme, also genau dieses Bild, muss ich einmal das Bild freilassen, ne, so dass ich das als Hintergrundbild nehmen kann, dann, und jetzt den Bluebox-Effekt anwende, dann BOOM! Ist das weg. Nö? Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt mal. So, kommen wir also zum ersten Teil. Ich hoffe, dass das hier wirklich so als blau angezeigt wird. Ich kann hier mal etwas versuchen, das Licht darauf zu richten, denn je heller es ist, desto besser ist es. Sozusagen. Es sollte wirklich blau sein und manchmal, da meine Cam nicht so perfekt ist, nur eine kleine Digicam und die nicht unbedingt zum Video machen da ist, erkennt sie das nicht immer hundertprozentig. Also, einmal worauf ihr achten müsst, ist, dass am besten neben der Blue Box, ihr seht hier noch das Schwarze, hier noch was vom Stuhl, hier noch was am Aquarium und sowas, das sollte möglichst nicht sein. Und solche Falten sollten auch nicht drin sein, also sie sollten keinen Schatten werfen, denn sonst wird es schwarz und dunkel und dann sagt der Höhe, warum ist es denn da dunkel, ist kein Blau und ups. Naja, ich habe das jetzt aber mal absichtlich so gemacht, dass eben dieser Fehler besteht, damit ich euch gleich zeigen kann, wie man das noch weglassen kann. So, und jetzt beginnen wir einfach mal. Also ich mache jetzt mal beim Video irgendein Mist rein, was weiß ich zum Beispiel. Oder, You. Wer? Das ist auf Nummer 10 auf dem dritten Platz. Ich bin ja mal gespannt, wie es weitergeht. Oder, was ihr nicht machen solltet, ist das hier. You. Denn dieser Ball könnte ganz leicht, also diese Farbe könnte ganz leicht als blau angesehen werden. Und dann sagt der PC, noch ein Blau? Mache ich auch weg. Ne? Also das sind so Sachen, auf die ihr achten müsst. Ja. Also, dann fangen wir mal an mit dem Bearbeiten, ne? Und dann noch einmal das Zweite, was man machen kann, ist Folgendes. Und zwar, das finde ich ganz lustig, das war das erste Mal, dass ich mit der Bluebox gearbeitet habe, da habe ich sowas gemacht, da hatte ich eine blaue Hose an, das sah auch sehr lustig aus. Hier muss man aufpassen, ich habe jetzt eine halbwegs blaue Jeans an, das heißt, wenn ich jetzt den Bluebox-Effekt anwende, dann kann es sein, dass die Hose verschwindet. Naja, muss ich mal zusehen, dass meine schöne Frisur nicht kaputt geht, denn es ist Montagmorgen um 10.11 Uhr. Ich muss nicht zur Schule, ich muss gleich zur Arbeit. Allerdings erst um 5 vor 12 muss ich da sein. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal. Sonst habe ich meine Videos ja mal abends gemacht. Ja! Da. Mal gucken, wie sehe ich aus. Yeah. T-Shirt scheint mir langsam etwas zu klein zu werden. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass ich das Hemd runter habe. So, und wenn ich jetzt den Bluebox-Effekt anwende und als Hintergrundbild sowas nehme, also genau dieses Bild, muss ich einmal das Bild freilassen, ne, so dass ich das als Hintergrundbild nehmen kann, dann, und jetzt den Bluebox-Effekt anwende, dann BOOM!
weg. Ist das weg? Nö. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt mal.